Hey Kinders und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Witcher 3. Ah, guck mal an. Das Ruhrgitter. Die Explosion hat es zerquetscht wie ein Stück Papier und an den Gitterstäben ist Mörtel. Es war also zum Zeitpunkt der Explosion noch fest. Es wurde aus der Mandrohe Spuren von Magie. Ein mächtiger das war kein Zauber, sondern eine Bombe. Aber warum finde ich dann keine Teile? Vielleicht wurden ich sollte schnell ohne das Gegengift weitergehen. So. Okay, ohne das Gegengift. Gegengift gehen wir nicht weiter. Wie war denn das? Da haben wir es auf Zelt. Und ich hab gedacht, Hexertränke wären widerlich. Willst du mich verarschen? Ertrunken. Ausgerechnet hier sind ertrunken, naja. Verdammt, bist du endlich. Da hast du. Diese Ertrunkenen, das sind ja auch richtig geile Dudes, ne? Die gibt es die ganze Zeit und überall. Der Schläger, den Dijkstra angeheuert hat. Dijkstra hat sonst niemanden erwähnt. Muss zu Rittersporn gehört haben. Überall erbrochen ist. Hatte wohl auch das Gegengift. Aber konnte es ebenso wenig drin behalten wie der andere Typ. Ich muss die Leichen verbrennen, sonst verschwinden die Ertrunkenen nie von hier. Okay. Das ist die andere Leiche? Ja. Jetzt gehen die Ertrunkenen hoffentlich weiter zu fressen. Hier geht es doch wirklich weiter, oder? Oh ja. Was ist das denn? Der Boden eines Behälters, wahrscheinlich von einem Silberzylinder. Eingravierte Runen. Er ist verdreht. Kommt wohl durch die Explosion. Ein Bombenteil, ganz sicher. Riecht nach Wivernöl und Karamell. Was? Karamell? Mehr gibt's hier unten nicht. Ich muss mit Dijkstra reden. Fell eines weißen Wolfes ist ja immer nice. Hier, Wasserflaschen.
Goldmünze. Hier endet die Spur. Rittersporn muss den Schatz auf ein Boot geladen haben. Wo sind wir denn hier, ey? Ach, wir sind hier in der Nähe vom Hafen, ja. Naja, zum Badehaus dürfte jetzt ja nicht so extrem weit sein. Wunderbar. Ja, wunderbar. Gott, ich laufe schon am Badehaus vorbei, ne? Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Bin fertig. Hab jeden Winkel der Kanalisation in der Nähe der Schatzkammer durchsucht. Und? Was rausgefunden? Anscheinend wurde die Wand von einer Bombe zerstört. Sieh mal. Vermutlich der Boden eines Silberzylinders. Voller Runen. Interessant. Weißt du, was drin gewesen sein könnte? Ein paar Dinge habe ich am Geruch erkannt. Wyvernöl und Zucker. Zucker? Geralt, für Späße bin ich gerade nicht zu haben. Ich auch nicht. Ich sag nur, was ich rausgefunden habe. In der Bombe war Zucker. Lass mich nachdenken. Zucker reagiert heftig mit Schwefelsäure. Aber nicht so stark, dass eine Explosion entsteht. Ich wusste nicht, dass du dich mit Alchemie auskennst. Hab mich an der Akademie von Ochsenfurt ein wenig damit beschäftigt. Aber das ist unwichtig. Du sollst meinen Schatz finden, nicht meine Biografie schreiben. Ja, ist ja gut, Mann. Weißt du sonst noch was über die Bombe? Irgendwas? Ich habe eine zweite Leiche gefunden. Einen der Diebe. Hatte das Gegengift erbrochen. So wie dein Mann, dieser Fons. Ein herrlicher Tod. Irgendwas bei der Leiche gefunden? Nicht viel. Eine leere Fiole. Man hätte ihn nicht zurückgelassen, wenn er wichtig wäre. War wohl nur ein Träger. Wusste nichts. War niemand. Eine Sackgasse. Einige Schätze sind aus den Kisten gefallen. Eine eindeutige Spur. So wie in dem Märchen, das mit den Brotkrumen. Kenn ich. Hänsel, Gretel, brennende Hexen. Passt perfekt zu Novigrad. Die Spur führt zum Fluss, in den der Kanal fließt. Dort hört sie auf. Ich wette, sie haben den Schatz auf ein Boot geladen. Ja, ein von Kanalratten gezogener Karren ist unwahrscheinlich. Und da Boote keine Spuren hinterlassen? Was für eine Scheiße. Die Bombe ist in einem Abflussrohr in der Wand der Schatzkammer explodiert. Aber das Gitter am Ende des Rohrs war zum Zeitpunkt der Explosion an Ort und Stelle. Was bedeutet? Dass die Bombe irgendwo im Badehaus ins Rohr gelangt sein muss. Genau. Es könnte so passiert sein. Der Täter ließ das Wasser aus einem der Becken ablaufen und warf die Bombe in das abfließende Wasser. Sie wurde mit runtergespült, blieb am Gitter hängen und dann gab's den großen Bums, wie Bart sagen würde.
Du schon wieder. Das Abflussrohr ist unsere einzige heiße Spur. Wir müssen nur herausfinden, mit welchem Becken es verbunden ist. Ja, Happen führt eine Gästeliste. Er kann uns bestimmt sagen, wer das Becken am Tag des Einbruchs benutzt hat. Gar nicht so schlecht. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Oh, dieser berühmte Sarkasmus. Hab ihn schon vermisst. Wirklich? Mhm. Ungefähr so sehr wie ein Messer in der Unterhose. Ja, wer vermisst das nicht? Gut. Du untersuchst die Becken auf der rechten Seite, ich die auf der linken. Schrei, wenn du was findest. Oha. Hier ist nichts. Und hier? An der Oberfläche schwimmt was. Sieht aus wie Öl. Ah, guck mal an da. Silberdeckel. Passt zu dem Zylinderboden aus der Kanalisation. Dijkstra, komm mal her. So, dann müssen wir das Rätsel hier noch gerade lösen. Was gefunden? Einen Teil der Bombe. Happen, lass das Wasser in Becken 4 ab. Und bring mir das Gästebuch. Hopp, hopp. Und was ist mit Happen? Vielleicht hat er dich zufällig über die Schatzkammer reden hören. Er hat jederzeit Zugang zum Badehaus. Happen hat viele Fehler. Er ist wichtig, tuerisch, überheblich und manchmal ein richtiges Arschloch. Das klingt jetzt vielleicht ironisch, aber seine Treue steht außer Frage. Wie kannst du dir da so sicher sein? Hexer kennen ihre Monster, Spione kennen ihre Männer. Einst hast du auch Philippa Eilhardt vertraut. Stimmt. Aber ich habe Philippa Eilhardt nicht in der Nacht vor ihrer Hinrichtung aus einem kuvirischen Gefängnis geholt. Mal sehen, was auf dem Grund liegt. Das Gitter vor dem Abfluss wurde entfernt. Sie haben die Bombe also hier runtergespült. Happen, wer hat dieses Becken am Tag des Einbruchs genutzt? Mal sehen. Berthold Heinz, Stadtrat, Josef Schweig, Brauer und Markgraf Henkel. Henkel? Das kann nicht sein. Markgraf Henkel? Wer ist das? Wer das war, meinst du? Der alte Kauz liegt seit letztem Winter unter der Erde. Hätte also am Tag des Einbruchs nicht hier sein können. Er ist tot? Hab nichts davon gehört. Kein Wunder. Der alte Markgraf ist in einem Bordell abgekratzt, in tollster Lederwäsche. Deshalb hat ihn seine Familie bei Nacht und Nebel begraben. Aber ich habe meine Quellen. Aber ich habe ihn gesehen, Herr Reufen, ganz sicher. Hast du mit ihm gesprochen? Hast du ihn gut sehen können? Nein, er ist nur an mir vorbeigegangen. Du hast nicht Henkel gesehen, sondern einen Imitator. Denk doch nach. Sie haben dir zwar die Eier abgeschnitten, aber nicht das Hirn. Gerald, geh der Sache nach. Du musst mich schon freundlicher bitten. Ich bin nicht einer deiner Boten, Junge. Bitte entschuldige meinen Ton. Habe mich daran gewöhnt, die Leute rumzukommandieren. Gut. Wo soll ich anfangen? Bei Henkels Haus, einem verfallenen Stadthaus südlich vom Marktplatz. Vielleicht findest du dort Spuren von diesem Halunken, den wir suchen. Nun geh schon. Wei, das wird ja eine richtig verzwickte Mission hier. Alles nur wegen seinem Schatz, ja. Naja. Das ist alles noch, Gott, guck dir das mal an! Wie lang das Ganze ist. So. Auch wenn die Folge jetzt extrem kurz ist. Oh Gott, ey, das sind ja alles so lange, ne? Sehr kurz ist. Ich muss tatsächlich mit meinem Hund raus, weil der hat vorhin zu viel gefressen und muss jetzt groß, ne? Digga. Der Wind heult.
Na gut, dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao.